Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WUM Weekly. Das Versandhaus Erwin Müller hat sich in über 70 Jahren zum mehrfach ausgezeichneten Online-Händler entwickelt. Täglich gehen Tausende von Bestellungen bei dem Team ein. In der Kundenkommunikation setzt Erwin Müller dabei auf WhatsApp und Automatisierung. Das Team beantwortet jegliche Anfragen der Kunden über WhatsApp und nimmt auch Bestellungen auf. Besonders effizient setzt der Händler WhatsApp ein beim Thema Lieferstatus. Ein Chatbot übernimmt dabei einen großen Anteil der Arbeit. Aus dem Messenger People Studio in München begrüßt euch heute unsere Katharina. Hallo aus dem sonnigen München. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut und ihr startet gut in den Sommer. Hier in München funktioniert das heute auf jeden Fall schon mal bei tollen 28 Grad. Ich hoffe, ihr habt dann später noch, könnt die Sonne noch ein bisschen genießen in euren Feierabend, auf den ich mich natürlich jetzt auch schon freue. Heute gibt es wieder einen richtig coolen Messenger-Case, den wir besprechen, diesmal aus dem Handel. Wir haben uns dafür Christian Würth, den Leiter vom Communication Center, Contact Center von Erwin Müller eingeladen. Ich bin total gespannt, was Christian uns erzählen wird. Erwin Müller ist ja ein sehr traditionelles Unternehmen und hat auch eine verhältnismäßig alte Zielgruppe. Und da bin ich natürlich total daran interessiert zu hören, warum sie dennoch irgendwie auf WhatsApp setzen. Außerdem machen sie das schon über ein Jahr. Das heißt, sie haben auch schon wirklich viel Erfahrung gesammelt. Und mich interessiert auch noch besonders dieser Case, wie man eben die Bestellbestätigung per WhatsApp abwickelt. Ich kenne das natürlich aus der Theorie, aber aus der Praxis, da das nochmal zu hören, gibt natürlich nochmal neue Impulse. Wie immer könnt ihr euch unsere eure Fragen uns schicken per WhatsApp oder einfach in die Kommentarfunktion vom Videostream. Wir freuen uns da auf jeden Fall über zahlreiche Fragen. Und jetzt begrüße ich schon Christian. Hallo, guten Tag. Hallo zusammen, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Sehr gut. Ja, wer Erwin Müller nicht kennt, wie stellst du euch denn immer so vor? Ja, wir nennen uns Erwin Müller Versandhaus GmbH, die offizielle Bezeichnung. Wir sind ein Traditionsunternehmen, eben Familienbetrieb, richtiger Familienbetrieb, vor 70 Jahren von unserem Chef gegründet, mit dem Fahrrad von Haus zu Haus, Wäsche gewaschen, also abgeholt, gewaschen, wieder zurückgebracht. Irgendwann ist die Ware verschlissen. Dann hat man auch mal neue Ware angeboten. Dann hat man es nicht mehr ausfahren können, weil es zu viel war. Und hat dann auf die Post gesetzt. Der klassische Versandhandel ist gestartet. Und der Chef, der Herr Müller, ist ja immer noch täglich da, kommt täglich rein und guckt nach dem Rechten. Aber die täglichen Geschäfte werden von seiner Tochter geführt, von Rita Müller, die das auch seit vielen Jahren macht. Und wir haben einen Geschäftsführer aus den eigenen Reihen, der Herr Tobias Eder. Und jetzt ganz neu auch die Enkelin, die hinzukommen ist, die Marion Schweizer. Also ein reines Familienunternehmen mit ganz vielen Mitarbeitern aus der Familie und aus der Region hier. Das ja. Hört sich ja sehr gut an. Jetzt sagst du, ihr kommt ursprünglich eigentlich quasi aus so dem Versandhandel, Textil-, Großhandelbereich. Aber heute seid ihr ein sehr, sehr erfolgreicher Online-Shop. Wie habt ihr das gemacht? Wie war die Entwicklung? Ja, die Entwicklung war natürlich, weil wir immer schon, ich sage jetzt mal, am Puls der Zeit waren. Also es war am Chef immer wichtig, er war immer schnell. Er hat das erste Faxgerät gehabt, er hat nicht den ersten Online-Shop, aber er war ganz am Anfang mit dabei. Er hat ganz am Anfang immer schon Programmierer eingestellt, wo das noch ganz weit weg war. Also das ist einfach unser Erfolgsrezept, dass wir immer am Nabel der Zeit sind und immer ein bisschen schneller waren wie die anderen. Und ich glaube, wir sind eines der letzten Familienunternehmen im Versandhandel. Dann war das vielleicht auch der Treiber, warum ihr auf WhatsApp setzt? Oder wie kam es dazu, dass ihr auf WhatsApp setzt? Ja, WhatsApp war für uns gedacht, dass wir eigentlich die jüngere Zielgruppe ansprechen. Also unsere ältere Zielgruppe, klar, die haben wir und das passt. Aber die jüngere Zielgruppe, wir sind ja im klassischen Wäscheversand, Bettwäsche, Handtücher, Textilien, Nachtwäsche. Und für uns war es einfach wichtig, also A, mal alle Kanäle nutzen. Warum soll man irgendeinen Kanal unbenutzt lassen, auch wenn nur wenig reinkommt? Früher war das echt schwer.
einen neuen Kanal zu nutzen. Da hat man große Verträge machen müssen, große Installationen, langfristige Bindungen. Da hat man sich immer 5-mal überlegen müssen. Aber jetzt ist es ja viel einfacher geworden. Man redet in dem Fall mit euch, mit Messenger People, und ja, dann sind da ein paar junge Leute, die sich da auskennen damit, die hocken sich hin, dann gibt es ein paar Telefonate. Man kann das einfach mal schnell starten, ohne dass es viel kostet. Also so ein Versuch ist natürlich sehr einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das, um einfach zu versuchen, an die jüngere Zielgruppe ranzukommen. Was aber total cool jetzt war, weil wir können gar nicht feststellen, dass es nur die Jungen nutzen, sondern auch unsere Kunden in jedem Alter, wir sehen das ja am Geburtsdatum in unserem Warenwirtschaftssystem, die kommen mit jedem Alter rein, alle nutzen das. Und Nummer Grund war, wir wollten nur einfache Fragen mit WhatsApp erschlagen. Also wir haben uns gedacht, junge Leute, einfache Fragen, junge Leute haben keine Lust zum Telefonieren, junge Leute sitzen wenig am PC oder chatten. Also einfache Fragen, junges Publikum. Aber auch da haben wir uns getäuscht. Die Kunden gehen echt auf alle Fragen. Also wir haben natürlich mit den einfachen Fragen Spitzenreiter, zum Beispiel die Liefernachfragen. Gerade jetzt in dieser Pandemie, wo wir ganz viele neue Kunden hinzubekommen, ist natürlich ganz viel los. Aber das war jetzt so ein ganzer, das war jetzt mal so ein ganzer wichtiger Schritt, da die einfachen Fragen abzudecken, Liefernachfragen, und trotzdem kommen Bestellungen rein, es kommen Beratungen rein. Also wir sind, glaube ich, jetzt mit allein mit Beratung über Online-Shop und über Produkte bei fast 10% über WhatsApp. Hätte ich mir nie träumen lassen. Und von dem her sind wir da sehr, sehr glücklich und ziemlich breit aufgestellt, was die Fragen betrifft. Ja, super. Das ist ja auch schön, dass ihr es gar nicht so groß eingeschränkt habt, sondern dass ihr auch geschaut habt, was der Bedarf von Kundenseite her ist, und dass ihr da genau auf das Individuelle eingeht, ist ja, glaube ich, das, was die Kunden am meisten zufrieden macht. Du hast ja jetzt auch gesagt, ihr habt das Thema Lieferbestätigungen auch mit bei WhatsApp aufgenommen. Wie stelle ich mir das aus Kundenseite, auf Kundenseite vor? Also welche Rolle spielt da der Kanal? Ja, das ist natürlich unglaublich cool. Also wir haben ja am Anfang gestartet mit relativ wenigen WhatsApp. Es ist dann relativ schnell stark geworden. Und dann haben wir uns entschlossen, die Lieferbestätigung hinzuzuziehen, auszuprobieren. Und der Kunde geht auf die Homepage, macht seine Bestellung. Ganz am Schluss hat er die Möglichkeit zu entscheiden, möchte die Lieferbestätigung oder die Bestellbestätigung eben per Mail oder per WhatsApp. Und das sind unglaublich viele Kunden, die WhatsApp wählen. Mhm. Und somit haben wir jetzt in dieser Zeit teilweise bis 10.000 Nachrichten im Monat, die wir automatisch verschicken, dass der Kunde per WhatsApp einfach seine Bestätigung bekommt. Und das ist natürlich ganz toll. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, wie das dann bei euch im Backend quasi funktioniert. Du sagst, das läuft automatisiert. Ja, also wir kriegen tatsächlich gar nichts mit von den Lieferbestätigungen, außer dass die Kunden dann antworten, vielen Dank oder wollen noch was wissen. Und da kommen ganz schön WhatsApp zusammen. Macht uns auch nichts aus, weil das ermöglicht uns einfach die Kommunikation mit dem Kunden. Aber jetzt rein unsere Arbeit, was die Lieferbestätigung betrifft, ist gleich null. Ja, das ist ja ein super Ergebnis so gesehen. Meine Frage wäre nämlich gerade gewesen, wo hilft es euch gerade WhatsApp am meisten? Du sagst jetzt einmal vor allem bei den Lieferbestätigungen, wo noch? Ja, ganz wichtiger Punkt bei uns ist ja auch immer dieses Volumen zu bewältigen, was tagsüber kommt. Man hat ja alle möglichen Kanäle von Telefon. Wir haben ja auch noch Bestellkarten, die wir kriegen. Wir kriegen ja auch noch Faxe. Wir haben den Chat, wir haben das Mail. Wir wollen ja alles nutzen. Und da ist es natürlich schon so, dass wenn jeder, der WhatsApp schreibt, und WhatsApp geht halt immer schnell. Ein Telefon dauert lang. Selbst der Chat, hin, her, wieder Wartezeiten. Dann schreibt man wieder, lieber Kunde, sind Sie noch da oder sind Sie nicht da? WhatsApp geht schnell. Du schreibst der WhatsApp kurz und bündig, aber es geht einfach schnell.
Und jede WhatsApp nimmt uns eine E-Mail oder einen Chat. Also für jede WhatsApp sparen wir uns auf der anderen Seite aufwendige Mails, einen aufwendigen Anruf oder einen aufwendigen Chat. Also für uns ist natürlich ein riesen Mehrwert, dass wir hier einfach Zeit sparen, Kosten sparen. Unglaublich. Und also wir würden uns wünschen, dass das weitergeht. Chat machen wir ja auch, aber das wünscht man sich gar nicht so, dass dieser Chat so zunimmt, lässt sich nicht aufhalten, ist praktisch, aber der kostet uns so viel Zeit. Okay. WhatsApp hingegen ist einfach cool, das ist schnell, das geht und es gibt natürlich dann noch andere Möglichkeiten, was das für uns für einen Vorteil bildet. Wir können zum Beispiel die Retourbescheine, die immer wieder vom Kunden angefordert werden, oder Rechnungskopie, ganz beliebt, Kunde wünscht Rechnungskopie, einfach mit WhatsApp anhängen. Und das geht ganz einfach. Und ein Riesenvorteil ist natürlich in der Reklamationsbearbeitung. Unsere Kunden wollen uns einfach auch Fotos schicken von diesem Riss in der Bettwäsche oder das Handtuch, wo die Naht aufgeht. Ja, ganz einfach, WhatsApp. Selbst am Telefon sagen wir zum Kunden, wenn sie es uns herschicken, ja, wollen sie es uns per WhatsApp schicken? Ah, ihr habt WhatsApp, das ist ja cool. Also es gibt schon enorme Vorteile, was das WhatsApp bieten kann. Und wir sind froh, dass WhatsApp zunimmt und nicht die anderen. Ich wollte gerade sagen, ich finde total spannend, dass du sagst, ihr möchtet gar nicht, dass sich mehr Kunden über den Chat melden. Ich denke, für manchen Außenstehenden denkt sich so, warum? Das ist ja, da ist ja kein Unterschied. Das ist ja beides irgendwie schriftliche, kurze Kommunikation. Vielleicht sagst du noch mal, wo für euch da der Unterschied ist und warum es da tatsächlich auch einen Unterschied gibt zwischen dem Webseitenchat und WhatsApp. Mhm. Beim Chat ist so, die Kunden kommen dann rein und man macht ja auch in der Regel immer mehr Chats gleichzeitig. Also man versucht, das möglichst auszunutzen. Beim Chat brauchen die Kunden immer mehr Zeit. Keine Ahnung warum. Okay. Also die schreiben uns, hallo, ist da jemand? Oder hallo, ich habe eine Frage, dann antworten wir zurück. Und dann passiert es einfach, dass der Kunde aber im Online-Shop weiter stöbert. Und dann guckt ihr wahrscheinlich wieder auf die andere Seite. Ah, der hat ja geantwortet. Jetzt schreibe ich wieder zurück. Wo habt ihr die Bettwäsche oder was ist eine Seersucker-Bettwäsche? Und dann antworten wir und er macht aber in der Zeit wieder was anders, weil er auf die Antwort wartet. Also das zieht sie unglaublich hin. Ein Chat hat unglaublich lange Bearbeitungszeit. Und es ist auch relativ schwierig, dann mehrere Chats gleichzeitig, weil wie es dann wieder sein will, kommen natürlich dann wieder 3, 4 auf einmal mit der Frage. Und im WhatsApp ist das anders. Wir haben im WhatsApp auch nicht die Echtzeit. Also Telefon und Chat hat Echtzeit. Also ich muss da einfach das Personal dafür zur Verfügung haben. Ich muss da reagieren. Ich muss organisatorisch unglaublich viel anpacken. WhatsApp nicht. WhatsApp geht relativ einfach. Da sind die Mitarbeiter zugeteilt und die kriegen das WhatsApp und die schreiben fertig und das war's. Wenn der Kunde wieder kommt, ist ja auch der Anhang mit dabei. Also selbst, wenn man das Ticket dann löst, wir haben dann manchmal auch Tickets offen, die lassen wir dann stehen, weil wir wissen, da kommt noch was. Aber selbst, wenn man die Tickets dann auflöst, dann kommt ja auch im Nachhinein der Verlauf wieder mit. Und dann kann man den wieder anklicken. Also klassisch, wenn wir jemand jetzt einen Retourdeschein schicken oder Rechnungskopie, dann kommt nach 2 Tagen Danke. Ja. Ja, und das ist natürlich dann klar, ist besser, wenn das Ticket dann geschlossen ist und nicht irgendwo offen ist, dass es jemand wieder angucken muss, aber dann geht man unten auf den Link, dann sieht man den Verlauf. Eigentlich kann man sowieso schon schließen, wenn er Danke schreibt, aber das geht relativ schnell, das geht halt zack, zack. Und trotzdem kann man aber im WhatsApp so ein bisschen Freundlichkeit bewahren mit ein paar nette Wörter oder ein paar nette Redewendungen, die natürlich auch programmiert sind, also die wir als Vorlagen eingespeichert haben und das natürlich auch relativ schnell und fix machen, das Ganze. Das heißt, ihr habt, um ein bisschen drauf einzugehen, wie ihr das intern alles managt, ihr arbeitet hier mit Chat-Bausteinen. Das heißt, ihr habt euch vorher quasi schon überlegt, okay, so ist eine gute WhatsApp-Kommunikation, sodass dann eure Mitarbeiter auch einfach mit Bausteinen schnell und individuell arbeiten können. Und wie hast du es sonst integriert in euren ganzen Kosmos? Weil ihr seid ja wirklich sehr Omni-Channel beim Kundenkontakt. Ja, also wir haben jetzt grundsätzlich mal, was nochmal die Organisation betrifft, wir teilen die WhatsApp zu. Ich habe einen Administrator, der das zuteilt und es kann man natürlich nicht in das Telefonteam einspeisen, aber wir benutzen dazu das Chat- und das E-Mail-Team. Also die
kriegen die Zuteilung. Wichtig ist, Administrator bisher. Also wenn man sowas startet, dann tut es unglaublich gut, wenn man eine Person hat, die das administriert. In der Regel sind es Leute, die in Social Media sich gut auskennen, die da auf Zack sind, und sie entscheidet dann, ob sie das verteilt, an wen sie das verteilt. Und die Leute, die sowieso Chat machen oder E-Mail machen, die bevorzugen dann auch, also Chat wird immer bevorzugt, weil es ja eben in Echtzeit ist, aber dann kommt WhatsApp und dann kommt die Mail. Bei der Mail hat man immer noch gerne mal eine Wartezeit von 24 Stunden, das akzeptiert man. Bei der WhatsApp sind wir tagsüber ganz schnell, also wenige Minuten. Wir haben natürlich auch die Nachtzeit, also wir sind nur, ich glaube, bis 17 oder 18 Uhr sind wir nur da. Wenn danach ein WhatsApp kommt, dann kommt da automatische Antwort eben, dass wir eben gerade nicht da sind, morgen wieder da sind und am nächsten Tag antwortet. Und das reißt dann natürlich den Durchschnitt ein bisschen durcheinander. Da sind wir bei 2 oder 3 Stunden. Aber trotzdem, schnelle Reaktionszeit von durchschnittlich 2, 3 Stunden. Ich arbeite da noch dran, dass es noch schneller geht. Aber da sind wir schon sehr zufrieden, weil wir ja auch hohes Aufkommen haben. Ja, klar. Du hast vorhin erzählt, dass ihr eure Kunden dann aktiv auch auf den Kanal hinweist, wenn es zum Beispiel darum geht, Retouren irgendwie darzulegen. Wie bewerbt ihr denn euren Kanal? Weil, wie du sagst, es ist ja nicht jedem Kunden gleich geläufig. Ach so, ja klar, Erwin Müller kann ich auch per WhatsApp kontaktieren. Also wir haben auf der Homepage unter Kontakt haben wir WhatsApp beworben. Genauso groß wie das Telefon. Also wir haben da keinen Unterschied gemacht, weil wir auch wollen, dass die natürlich WhatsApp nutzen. Wir haben dann ein Newsletter, der täglich rausgeht. Nee, nicht täglich, wöchentlich geht der raus. Und im Newsletter verweisen wir darauf hin, in jedem Prospekt und in jedem Katalog und eben natürlich auch im Team, wenn jemand telefoniert oder in einem anderen Kanal reinkommt, dass wir ihm anbieten, hey, sollen wir per WhatsApp oder schick uns ein Foto per WhatsApp. Aber das hat man gemerkt. Also das Volumen ist erst hochgegangen, wo wir es auch aktiv beworben haben. Okay. Wie hoch ist so euer Volumen, vielleicht am Tag, im Monat? Ich weiß nicht, wo du da ein Gefühl für hast. Nur damit andere auch mal außen eine Perspektive sehen, mit wie viel muss ich denn da rechnen, mit wie vielen Nachrichten? Ja, also wir haben jetzt so im Durchschnitt 1000 WhatsApp im Monat, aber haben natürlich auch Spitzenzeit gehabt im Dezember, Januar, wo es auf die 3.000, 4.000 gegangen ist. Und die Versandbestätigung auch. Also soweit ich jetzt informiert bin, haben wir jetzt in diesen fast einem Jahr, wo wir die Erfahrung sammeln durften, 30.000 WhatsApp bekommen und beantwortet und 50.000 oder 80.000 Liefernachrichten. Also wirklich relativ hoch. Und das macht uns ja ziemlich zuversichtlich, dass dieser Kanal weiter wächst. Ja, ich glaube, das weiß jeder, dass der Kanal weiter wächst. Ja, auf jeden Fall. Welche Tricks hast du denn jetzt für andere E-Commerce-Unternehmen vielleicht noch bezüglich der Einführung von WhatsApp? Weil du sagst, ihr habt ein Jahr Erfahrung, du hast die Mehrwerte, glaube ich, jetzt wirklich gut rübergebracht. Was sind so deine 3 Tipps? Ja, also ganz wichtig war, einen Verantwortlichen zu nennen, der im Social-Media-Bereich ist, der das einfach macht, der jetzt auch die Zuteilung macht. Wir überlegen uns natürlich auch jetzt im nächsten Schritt die automatische Zuteilung, die ist mir grundsätzlich immer nur lieber, dass da niemand mehr zwischengeschalten ist. Klar, der richtige Softwarepartner, wir haben Glück gehabt mit euch, ist sehr wichtig und ja, dazu kann man natürlich auch stehen, das ging alles problemlos und so schnell und so ratzfatz, es war erstaunlich. Man braucht auch einen Schnittstellenverantwortlichen im Haus. Und da ja das mit dieser Lieferbenachrichtigung, Versandbestätigung schon ein kleiner Act ist, das ist nicht schlimm, aber es muss jemand wissen, wie es geht. Also muss man vorher einfach mit dem Verantwortlichen auch reden. Die Werbung ist enorm wichtig und natürlich Schulung vom Personal. Man muss die Leute anders drauf trainieren, via Mail oder Telefonat. Man muss eben kurz sich halten. Man muss auch das Du und das Sie abwägen. Wir sind traditionell, wir sind ja dann ein bisschen so, wir bleiben beim Sie, aber wer weiß, wie lange noch. Und, aber das muss man absprechen, das muss man durchsprechen, das muss schon so Hand und Fuß haben. Also so, das sind meine Tipps
zur Einführung, aber es ist ja mittlerweile echt einfach, gell? Das ist doch schön zu hören, wenn es so unkompliziert ist, auch aus der Praxis raus. Das war auch schon meine letzte Frage. Jetzt schauen wir mal, was das Publikum gerne wissen möchte von dir. Gibt es auch die Möglichkeit, WhatsApp mit Shopify oder ähnlichem zu verbinden? Ja, also ich gehe davon aus, dass es natürlich geht, weil immer wenn ich solche Fragen an meine IT stelle, ich bin natürlich der Kundenbetreuer und organisiere das Ganze. Ich kann es nicht sagen, ob es geht, aber immer wenn ich mit sowas komme, sagen die immer, ja klar geht's. Es geht im Prinzip, diese Schnittstellen sind so offen. Ich kenne nichts, was nicht geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Ja, das kann ich dir auch bestätigen. Natürlich, das sind viele E-Commerce-Unternehmen, die mit Shopify zusammenarbeiten und uns diese Frage natürlich auch stellen. Und es ist ja, wie du sagst, auch total wichtig, dass das mit dem Warenwirtschaftssystem oder den CRM-Systemen alles miteinander verknüpft wird. Auch hinsichtlich dessen der Lieferbestätigung allein braucht das ja die Schnittstelle. Also da ist Shopify auch keine Hürde. Ich schaue gerade, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie unser System heißt. Unser System, unsere Schnittstelle, das ist ein Newsletter- und Kommunikationstool, das heißt Emalsis. Okay. Emalsis. Und jeder kann mich auch direkt kontaktieren, also ich gebe diese Infos auch gerne weiter. So habe ich es mir von unserem IT-Mann bestätigen lassen. Genau, die Experten sollen sich dann mal im 1:1 austauschen, wenn es um die ganz technischen Dinge geht. Ja, genau. Wir haben noch eine Frage reinbekommen. Ich habe gehört, dass jetzt wieder Newsletter auf WhatsApp möglich sind. Was denkst du darüber? Newsletter auf WhatsApp. Ich gehe fast davon aus, dass das irgendwann kommt, weil es gibt ja Produkte, die mich interessieren. Wenn ich jetzt an meinen privaten Bereich denke, da gibt es Sachen, die interessieren mich jetzt aktuell. Zum Beispiel, wie baue ich mein Motorrad um? Und dann bin ich froh, wenn ein Newsletter in dem Thema kommt. Wenn man es natürlich wieder einmal einfach abmelden kann, wenn ich das einfach wieder rausbekomme. Grundsätzlich habe ich immer ein bisschen Angst vor WhatsApp, wo ja immer noch sehr privat war. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann kommt und ich glaube, ich würde es mir wünschen, weil es so einfach ist. Ich interessiere mich für dieses Produkt, ich melde mich hier an im Newsletter, ich bekomme die Info, weil es mich interessiert. Also nicht eine Werbung von irgendwoher, das will man nicht, aber man interessiert sich ja dafür und dann die Werbung zu bekommen, also ich würde es mir wünschen und auch für uns in der Organisation jetzt vom Business her, wäre es cool. Also du sagst auch für Erwin Müller wäre das auf jeden Fall ein Case, dass man sagt, okay, man bietet so einen Newsletter an, wo man die Leute aktiv mit Angeboten oder Produktinformationen versorgen kann. Ja, wir reden auch drüber. Also wir reden immer wieder drüber und ich habe so das Gefühl, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, es ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Also wer ein bisschen Messenger-Marketing schon länger verfolgt, über die letzten 5-6 Jahre, der weiß, dass es ja mal WhatsApp-Newsletter gab. WhatsApp hat da aber dann 2019 entschieden, okay, wir möchten keinen breiten Massenversand mehr ermöglichen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass WhatsApp sich wieder öffnet. Die haben Tests gefahren in Mexiko und Indonesien und haben jetzt auch vor kurzem verkündet, dass das jetzt in weitere Länder ausgeweitet wird, dass man eben wieder Promotional Content verschicken kann, wie beispielsweise Angebote, personalisierte Angebote vor allem auch oder so eher in die Kundenbindungs- und Kundenberatungsrichtung. Es darf auf jeden Fall aber jetzt eben gewisse Angebote beinhalten und es dürfen Push-Nachrichten sein. Wichtig dabei ist wieder eben dieses Opt-in-Thematik, was es früher schon gab. Der Kunde muss sich dafür eben einfach aktiv anmelden und er muss sich auch relativ einfach abmelden können. Wer uns schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass wir diese Mechanik ja im Schlaf beherrschen. Und wir freuen uns sehr darüber, wenn wir hier in Deutschland jetzt mit Promotional Messages sehr bald rausgehen können. Und ich sage dir, Christian, da spricht Franzi bestimmt nochmal mit dir, unsere Account-Managerin, die euch betreut, dass ihr da auch mal die ersten Tests mitfahren könnt, wenn ihr Lust habt. Hört sich gut an.
Sehr schön. Dann danke ich dir. Wenn Sören uns so zusammenschaltet, dann war das die letzte Frage aus dem Publikum. Vielen Dank für deine Zeit, Christian, und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen sonnigen Nachmittag. Vielen Dank ebenfalls. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, das war es aus dem Messenger People Studio im Herzen Münchens. Nächste Woche geht es mit einem Talk gleich weiter. Wir haben Dr. Theo Palm zu Besuch. Er ist Digitalexperte, LinkedIn Top Voice und immer up to date, wenn es um digitale Themen geht. Er wird sie mit unserem Messenger Matze diskutieren, welche Rolle Instagram und WhatsApp im E-Commerce zukünftig haben werden. Wer Theo vielleicht in dem einen oder anderen Talk schon mal gehört hat, der hat immer super interessante Sichtweisen und Perspektiven auf die Branche und auch auf die Themen. Also schaut da auf jeden Fall rein. Das wird ein inspirierender Talk, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sonst schaut immer gern auf wum.de mit 3M vorbei. Hier seht ihr, welche Talks anstehen und könnt auch noch die zurückliegenden Talks anhören oder anschauen. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, ciao, eure Katja von Messenger People.